So sieht's gerade aus. Mir geht's einfach nur scheiße. Sachen erzählt, die überhaupt nicht stimmen. Also nicht nur über mich, sondern auch über meine Freunde. Hyaluron woanders ins Gesicht zu spritzen. 11.000 Euro und mich wieder neu verschulde. Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem wundervollen neuen Video. Heute steht an, meine nicht vorhandene Terrasse schön zu machen. Ich stehe jetzt gerade in meinem Schlafzimmer und von hier aus kann man perfekt auf meine Terrasse gucken. Deswegen zeige ich euch jetzt erstmal, wie die aussieht. Also es ist keine richtige Terrasse, es ist eigentlich nur ein Dach und ich muss aus dem Fenster rausklettern, um darauf zu kommen. Aber ihr werdet gleich schon sehen, wie das ist. Also die machen wir heute schön. Melanie ist endlich wieder da und wir haben heute vor, die Terrasse wieder schön zu machen, alles sauber zu machen. Ich habe nämlich auch einen Tisch gekauft. Endlich mal einen richtigen Tisch, damit man da auch richtig sitzen kann. Ich sage euch das erstmal, dann wisst ihr, worum es geht. Hier sind wir bei meinem Schlafzimmer. Und wenn wir hier rüber gucken, da ist nämlich mein Wohnzimmer drin. Und wenn man hier aus dem Fenster rauskommt mit diesem Hocker, habe ich hier diesen Bereich, also diesen Abschnitt. Und ihr seht, wie dreckig das geworden ist. Also wir haben letztes Jahr alles hier sauber gemacht und jetzt ist es wieder komplett dreckig. Und da ist der neue Tisch und das muss alles schön gemacht werden. So sieht es gerade aus. Ich habe ja auch da diese richtig geile Lichterkette, die ich hier so drum gewickelt habe. Alexa, Licht an. Tada! Oh, es sieht jetzt schon richtig süß aus. So, Melanie ist am Zocken. Und wie gefällt es dir? Heavy Rain. Du spielst ja gar nicht mehr. Ich hab geschlafen. Gefällt es dir? Nein, das ist langweilig. Was? Also einmal von der anderen Seite. Hier habe ich so einen Hocker stehen. Und hier ist der andere. Und so sieht das Ganze aus. Und ja, da war ich gerade. Hm. Was ist denn mit dir? So, ich werde jetzt zuallererst meinen Wischer hier rausholen. Ein bisschen mit Allzweckreiniger ein Gemisch zusammenschmieren. Dann geht er jetzt einfach mal SpongeBob an. Also das ist jetzt... Hä? Ich habe hier meinen tollen Wischer. Das können wir auch gebrauchen. Das brauchen wir. Das mische ich jetzt schön zusammen und dann kann man das draußen alles schön machen. Achso, ich habe übrigens auch diese Auflagen geholt. Ich habe ja schon zwei Stühle draußen stehen und Auflagen hatte ich noch keine. Und die finde ich ganz süß. Ich glaube, die sehen nicht schön aus. Ich bin ja ein bisschen schockiert, weil mein Video ist irgendwie nicht hochgeladen. Warum hat das dann nicht funktioniert? Warum steht hier immer noch, dass es nicht... Ja. Muss ich jetzt kurz mal klären. Übrigens seht ihr das hier, das ist einfach gebrochen. Ich wollte da aus der Ritze ein bisschen Dreck rausholen. Einfach so, ich habe es so nur so gemacht und ist einfach kaputt gebrochen. Ich habe nicht mal feste gedrückt und dann ist es gebrochen. Ja, ich hasse mein Leben. Also ich habe jetzt meinen Gimbal angemacht. So sieht das Ganze aus. Ich werde das jetzt hier hinstellen und euch eine Zeitraffer machen, wie wir das jetzt machen. Oh, das sieht doch super aus. Da könnt ihr alles sehen. So, Freunde, wir sind ready. Ihr seht, der Boden ist total sauber geworden. Alles ist schön geworden. Nur hier unten das natürlich nicht, aber scheißen wir mal drauf, ne? So, sonst die ganzen Spinnenweben weggemacht und die kleine Sitzecke hübsch gemacht. Ich zeige euch das nochmal im Nahen. Also, das hier ist die linke Seite. Hier ist alles schon mal sauber geworden. Und wenn wir uns drehen, was ich gehe mal hier lang. Und dann haben wir hier Melanie. Ja. Das ist übrigens so ein Draußenteppich. Den habe ich auch schon die ganze Zeit hier stehen. Der ist jetzt ein bisschen nass, weil wir alles sauber gemacht haben. Sonst diesen Tisch habe ich halt neu geholt. Der passt glücklicherweise perfekt zu den Stühlen. Die Auflagen habe ich jetzt auch neu. Und ja, die Blumen, das sind Fake-Blumen, die habe ich jetzt einfach hingestellt. Ja, also richtig schön. Ist richtig süß geworden. Was sagen Sie? Ich bin zufrieden. Super. Also heute kann man machen. Hier auch schön eine Pfeife rauchen. Bin ich dabei. Soll ich mal die Kohle anmachen? Ich habe nur noch zwei Kohlen. Ah. Ich weiß, ich habe nur noch zwei Stück. Ja, aber das reicht doch, oder, für einen. Sollen wir machen? Ja. Ja, oder? Ja, perfekt. Super. Perfekt. Also, fürs Erste ist das doch super süß. Und dafür, dass das hier eigentlich gar kein Balkon ist, ist das doch auch super. Ja, schön, dass man wenigstens ein bisschen Sonne haben kann. Kommen Sie raus, ja. Ui. Ist aber ein bisschen gefährlich hier. Ja, wir sind auch sportlich. No risk, no fun. Mit den Schuhen. Ja, das sind meine Schuhe, die sind viel zu klein. 41 und eine 36 reingeprescht. Also, Freunde. Ja, happy mit dem Ergebnis. Es sieht super aus. Ich hoffe, ich vergesse nicht, die Auflagen mal reinzutun, wenn es regnet. Ne? Wir kennen mich ja. Gleich kümmern wir uns erstmal entspannt ums Essen.
Ich räume jetzt das ganze Dreckswasser und alles, was wir jetzt dreckig gemacht haben, erstmal wieder weg. Bin aber happy mit dem Ergebnis. Bin gespannt, was ihr so sagt. Ja, wir sitzen jetzt hier auf der Couch und Melanie hat Essen bestellt und wir schauen jetzt das neue Payback-Video. Ich liebe die Videos. Guckt es auch. Schreibt es in die Kommentare. Auf jeden Fall, wir werden gleich entspannt was essen. Ich weiß gar nicht, was werden wir heute noch so tun. Mal gucken. Mal gucken. Wir dachten, das dauert vielleicht ein bisschen länger mit dem Balkon. Aber es ging dann auch richtig schnell. Guten Morgen, Leute. Es ist der nächste Tag. Boah, es ist wieder so viel eigentlich passiert. Also gar nicht gestern, sondern am Vorabend. Da habe ich noch gar nicht gestreamt. Gevloggt. Ich hatte eine richtige Diskussion mit jemandem, der mich sehr, sehr schlecht geredet hat und sehr viel Sachen erzählt, die überhaupt nicht stimmen. Also wirklich ganz schlimme Sachen gesagt hat. Also nicht nur über mich, sondern auch über meine Freunde. Das war zu viel des Guten. Und dann habe ich mit dieser Person erstmal sehr lange gesprochen und das Ganze ausdiskutiert, so dass sich dann auch bei mir entschuldigt wurde und wir das auch alles geklärt haben. Aber ja, keine Ahnung. Bin da auch ganz stolz auf mich, dass ich das sehr, sehr sachlich geklärt habe und auch objektiv, weil ich auch viel Empathie in solchen Fällen für die Gegenseite zeige, weil es gibt ja immer zwei Seiten und es ist auch immer wichtig zu verstehen, wenn man sich mit einer Person, ja, wenn man mit einer Person Diskussionen führt oder Meinungsverschiedenheiten hat, dass man auch trotzdem Empathie für die Gegenseite empfindet, versucht, auch wenn es ein sehr persönliches Thema ist, einfach auch objektiv über alles zu blicken. Ja, egal, das habe ich auf jeden Fall jetzt alles geklärt. Und jetzt, ja, keine Ahnung, heute ist wieder so ein Tag, ich weiß es nicht, heute ist Montag übrigens. Toll, Halleluja. Ich, keine Ahnung, irgendwie habe ich heute wieder gar keinen Bock auf nichts. Kennen wir auch alle, ne? So, ich habe mir jetzt Kaffee und Orangensaft gemacht. Und werde jetzt mit dem Laptop mich doch schon draußen hinsetzen und ein bisschen mit dem Laptop was arbeiten. Sonne scheint zwar nicht, aber frische Luft ist gerade irgendwie richtig geil. Also ich habe einfach jetzt eine Pulloverjacke an, wie heißt das nochmal, Zipper, keine Ahnung. Aber ihr merkt, ich bin einfach heute absolut nicht gut gelaunt. Boah, ich habe so lange mit Sonny telefoniert, wirklich unfassbar lange. Parallel haben wir auch, also wir haben auch teilweise gefacetimed und sie hat ihre Philips Hue Sachen aufgeklebt, aufgehangen. Da habe ich ihr ein bisschen geholfen. Alexa Licht an. Weil ich habe ja auch überall, also dahinter und hier hinter und so, habe ich auch überall Philips Hue, was ich mit der Alexa steuere. Ich liebe es so sehr. Interessiert euch das eigentlich? Weil ich kann euch das mal erklären, wie es funktioniert. Also keine Werbung, aber ich bin ein riesen Fan davon. Ich habe das damals übrigens durch Jonas kennengelernt, weil Jonas hatte seine Wohnung oder hat seine Wohnung auch voll mit Philips Hue Sachen. Ich habe es komplett vergessen, aber ich fand das richtig geil bei ihm. Er hat das auch dann immer über Google oder so gesteuert, keine Ahnung. Dann hat er mir mal das erklärt, wie es funktioniert und seitdem habe ich das extrem in meiner Wohnung auch ausgebaut. Und damals auch noch, als ich zu Hause gewohnt habe, bei meiner Mutter. Und ich liebe es sehr, ich bin total begeistert davon. Deswegen vielleicht kann ich euch das auch mal zeigen, wie es funktioniert, weil es ist echt eine geile Sache. Ich bin gerade dabei, neue Bilder auszusuchen bei Desenio. Und ihr glaubt nicht, wie unfassbar schwierig es ist, sich zu entscheiden. Ich will diesmal schwarze Rahmen. Ich bin mir super unsicher, was ich nehme, weil ich finde solche Fotos schön, auch mit so Sprüchen und so. Aber ich bin auch, wenn die Sprüche zu kitschig werden, finde ich es richtig schlimm. Also ich mag sowas dann auch wieder nicht. Deswegen, es muss irgendwie auch noch geil sein. Aber was ich halt auch sehr schön finde, ist hier solche Fotos, das sind ja alles Poster. Hier sind halt so richtig schöne Gemälde, hier zum Beispiel von Claude Monet, was ich halt richtig schön finde. Und übrigens auch hier eins von Frida Kahlo, das ist wunderschön, das ist auch groß. Und warum das hier so teuer ist, ihr seht ja den Unterschied zwischen einem Poster und diesem Bild, denn das hier ist ein Leinwandgemälde, also das ist ein richtiges Leinwandbild und deswegen ist das auch so teuer. Aber ich finde es wunderschön, da ist auch schon der Rahmen dabei, das werde ich unbedingt haben. Deswegen schaue ich gerade, was ich noch so hole. So, ich gehe mal kurz wieder rein. Also hier ist ja mein Esstisch und dann haben wir hier, also gucken, dass man das richtig sieht. Hier sind diese drei Bilder und ich möchte die gerne schwarze Rahmen möchte ich hier haben, weil ich glaube, das wirkt viel besser, weil hier sind ja auch super viele schwarze Details. Und andere Fotos, weil auch dieses Coco Chanel, das ist ja wirklich, nee, machen wir, wollen wir nicht mehr. Deswegen muss ich schauen, dass ich hier drei neue hinmache. Dann haben wir hier diese Ecke. Ich würde diese beiden austauschen, beziehungsweise alle mit weißem Rahmen, würde ich in mein Schlafzimmer tun und da schauen, dass ich die schön dekorieren kann.
Weil im Schlafzimmer passt irgendwie nur weiß, finde ich. Also weiße Rahmen. Also würde ich hier gerne eventuell das Frida Kahlo-Bild hinstellen, weil ich finde es eigentlich geil, dass hier was steht. Bei mir ist halt immer so ein Ding, ich will, dass alles irgendwie symmetrisch ist und irgendwie passt. Und ich finde, das hier ist sehr hoch. Ich meine, ich habe auch sehr hohe Wände, aber hier ist ein Schrank. Und wenn ich den dadurch so ein bisschen verlängere, finde ich, das wirkt total schön. Hier ist alles ein bisschen flacher und da geht es wieder ein bisschen höher. Weißt du, was ich meine? Ich fände es nicht cool, wenn ich da was aufhängen würde. Ich finde, das passt absolut nicht. Deswegen finde ich es auch nice, dass hier Bilder stehen. Das Vogue-Bild könnte ich ja natürlich auch aufhängen, aber es ist ehrlich gesagt erstens ein bisschen schwierig. Keine Ahnung, wie ich das aufhängen soll. Das ist halt so ein Fotobild. Deswegen... Ja, schwierig, aber ich finde es auch eigentlich süß, wenn das so steht. Dieses Prada-Bild da hinten muss ich aber auch noch wegtun, das passt gar nicht. Ich finde auch, an dieser Stelle soll eigentlich nichts hin, weil ich hätte auch gern eine Wand, wo nichts ist. Auch alleine für Bilder, Content oder sonst was, dass ich irgendwie eine freie Wand habe. Und ich habe ja auch hier noch das Antisocial Club. Und ja, ich schaue jetzt mal, was ich so finde, weil sonst, Freunde, ich weiß nicht, oder habt ihr irgendwie eine coole Idee, was man noch machen könnte? Hier habe ich ja zwei hängen. Die sind wirklich super klein und ich finde... Ist irgendwie gar nicht mal so schön, aber ich lasse die einfach mal da. Ich habe mich jetzt entschieden, habe bestellt und ja, ich bin gespannt. Das war eine sehr schwere Entscheidung und ich sage euch Leute, das hat sich jetzt gezogen über 2 Wochen oder so, weil ich jedes Mal das vor mir hergeschoben habe und war so, nee, ich entscheide mich lieber morgen. Es ist jetzt 15 Uhr und ich saß, glaube ich, 2 Stunden hier draußen und ich habe noch nichts gegessen, deswegen... Mache ich jetzt irgendwas zu essen und schau mal, was ich noch so erledigen kann. Ich bin heute eh total, weiß ich nicht, ne? Freunde, ich fühle es sehr, ich esse jetzt endlich mal was. Ich will jetzt noch ein bisschen weitermachen und ein bisschen in der Sonne sitzen. Guten Morgen, Leute. Ich habe mir gerade ein Cappuccino gemacht. Ja, finde ich ganz toll. Ich habe keinen Lappen. Toll. Freunde, es ist der nächste Tag. Irgendwas, ich schwöre euch, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich habe gestern um 18 Uhr bis 21 Uhr geschlafen. Habe dann noch mal so ein paar Videos geguckt, so ein, zwei Videos und habe wieder geschlafen. Und zwar jetzt bis 11 Uhr ungefähr. Ich habe mir meine ganzen Wimpern so ziemlich ausgerupft. Ich könnte den ganzen Tag schlafen und ich weiß nicht, wieso. Irgendwas ist super komisch. Ich bin nie ausgeschlafen gerade. Ich fühle mich richtig wack. Es ist die ganze Zeit so warm. Ich war gestern lange in der Sonne, aber ich glaube jetzt nicht, dass es damit was zu tun hat, ehrlich gesagt. So lange war es jetzt auch wieder nicht. Ich fühle mich einfach nur wie ein Haufen Scheiße. Ich schwöre es euch, es fängt mich so ab. Mein Gesicht ist ein bisschen fleckig, weil ich selbst vorhin drauf gemacht habe. Ich habe auch morgen, glaube ich, schon einen Termin für die Wimpern. Also ist jetzt keine große Katastrophe. Ich hatte unglaublich viel emotionalen Stress wieder wegen Personen, die wirklich sehr, sehr unfair sind und toxisch. Das ist das perfekte Wort für diese Menschen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich wieder super viel emotionalen Stress, den ich sonst nie habe, weil ich ihn immer sehr, sehr gut verdrängen kann. Und es kam jetzt alles wieder auf einmal. Keine Ahnung. Weißt du, ob das zusammen zu tun hat, weiß ich nicht. Das Positive ist, dass ich gestern sehr viele geile Ideen hatte, was Videos angeht, beziehungsweise auch Reactions. Ich wollte auch mal wieder 1, 2 Reactions oder so machen. Ich hatte ganz coole Ideen und wollte das eigentlich direkt in der Nacht am besten umsetzen, weil ich war so, jetzt bin ich ja eh schon wach, jetzt werde ich wahrscheinlich eh länger wach bleiben, aber nein, ich bin eingeschlafen und habe nochmal ewig lang geschlafen. Also dann dachte ich mir so, okay, machst du halt morgen den ganzen Tag die Videos, ne? Jetzt sitze ich hier um 12 Uhr, bin todesmüde, bin richtig schlapp, mir geht's einfach nur scheiße. Okay, Freunde. Ich habe mich jetzt hier einmal hingesetzt. Ja, ich mache jetzt auf jeden Fall ein bisschen Silent Talk mit euch noch. Meine Lippen sind so trocken, ich muss das ganz kurz so machen. Okay, ich erzähle euch jetzt mal was. Ne? Ich bin jetzt mal for real richtig ehrlich. Ich habe mir ja meine Lippen machen lassen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Das letzte Mal habe ich das gemacht, keine Ahnung, vor einem halben Jahr oder so. Ich habe auch nicht vor, das nochmal zu machen, weil ich finde meine Lippen so schön. Aber das Ding ist, Hyaluron tut man ja in die Lippen. Botox nicht, ne? Also manche verwechseln das ja auch. Hyaluron kommt in die Lippen und es ist etwas Körpereigenes. Was sich nach der Zeit immer mehr abbaut. Man denkt, es würde so schnell rausgehen und auch komplett rausgehen, was halt nicht stimmt. Hyaluron geht niemals komplett raus, also was da gespritzt wird. Mit der Zeit, wenn es nicht perfekt gespritzt wird, ich bin mir da auch nicht ganz sicher, aber wenn es nicht richtig gespritzt wird oder grundsätzlich, keine Ahnung, verschiebt es sich. Also man sieht es auch in meinen Lippen, dass ich oben sieht man so einen weißen Rand an meiner Lippe, weil das Hyaluron sozusagen, was oben gespritzt worden ist,
nach oben gerutscht ist und das, was unten gespritzt worden ist, ein bisschen sich nach unten verteilt hat. Minimal, aber man kann es schon ein bisschen erkennen, dadurch, dass ich auf einmal so einen weißen Rand habe, wo ich mir denke, oh, den muss ich nachmalen mit einem Lip Liner oder habe ich da etwa keine Pigmente? Nee, ist einfach nur, also es ist noch alles in Ordnung, aber man merkt, wie es langsam sich verschiebt. Und das ist auch die Gefahr oder das, was super oft bei Mädels passiert, die sich die Lippen machen, dass mit der Zeit irgendwann sich das Hyaluron einfach verteilt. Langes Thema, auf jeden Fall wollte ich nur sagen, dass man das mit Vorsicht genießen soll und auch vielleicht darauf achten, ja, dass perfekt gespritzt wird und schauen, wenn es anfängt, sich zu verteilen und nicht mehr an der Stelle bleibt, wo es eigentlich sein sollte. Deswegen würde ich auch jedem Menschen übrigens abraten, und ich würde es auch niemals machen, Hyaluron woanders ins Gesicht zu spritzen. Also wenn man es in die Lippen macht, finde ich, kann man das noch irgendwie, ja, beobachten und vielleicht auch noch gegenarbeiten oder sonst was. Aber ich würde es jetzt niemals, manche machen ja auch hier Hyaluron rein, damit die hier irgendwie eine tolle Jawline haben. Oder was machen die noch unter den Augen, ganz schlimm, damit die Augenringe verschwinden. Da entstehen auch super oft irgendwelche Knubbelchen, habe ich schon bei einigen meiner Freundinnen sogar gesehen, die damit dann auch super unzufrieden waren im Nachhinein. Oder hier in dieser Falte, die hier manchmal entstehen kann. Das hatte Lina damals gemacht, die hatte dann auch so Knubbelchen hier. Also es sind so Sachen, ich würde mit Hyaluron immer vorsichtig umgehen. Und dieses Thema Botox, was auch ganz witzig ist, weil ich habe morgen einen Termin, haha, ich fahre morgen wieder dahin, wo ich meine Lippen gemacht habe und wo ich auch meinen Botox immer gespritzt habe. Und zwar mal meine Stirn, weil ich so ganz tiefe Falten hier oben habe. Ich muss es jeden Tag 80 Mal gefühlt eincremen, damit es nicht so schlimm wird. Ich habe euch mal Bilder gepostet. Ich weiß nicht, aber ich habe auch wirklich sehr extreme Falten auf der Stirn, seitdem ich 16 bin oder so. Einfach weil es so eine Vererbung ist, keine Ahnung. Und die sind halt super tief, sodass der Arzt selber meinte, ja, die kriegt man nicht mehr weg. Da musst du einfach, also ganz weg kriegen wir die nicht mehr, ne? Und ich würde da auf jeden Fall niemals mit Hyaluron dran gehen. Man kann ja diese Falten ausbeulen. Also keine Ahnung, auf jeden Fall mäßig entfernen, indem man da Hyaluron drunter spritzt. Oder man arbeitet halt präventiv mit Botox, dass gar nicht erst die Falten entstehen, beziehungsweise sie ein bisschen gemindert werden. Weil wenn ich ja jetzt hier Botox reinmache, dann kann ich diesen oberen Teil, also ich kann immer noch hier alles bewegen, das ist auch ein Mythos, dass man dann versteift ist oder so. Hier, der Teil, kann ich dann nicht mehr bewegen, diesen Teil. Und dadurch können auch keine Falten mehr entstehen, beziehungsweise es glättet sich dann von alleine. Ich mache das einfach, damit es im Alter nicht noch schlimmer wird, als es schon ist. Deswegen, Botox ist ja so ein Gift, was dich an dieser Stelle so betäubt, lähmt, keine Ahnung, für so 3 Monate. Dann ist es auch wieder weg, dann ist es auch komplett weg, dann ist die Wirkung weg, da bleibt kein Rest, kein sonst was. Es ist jetzt nicht so wie Hyaluron, sondern es ist halt einfach dieses Mittel Botox, was seine Wirkung irgendwann verliert. Ich versuche mich gerade zu rechtfertigen, weil viele jetzt trotzdem sagen würden, keine Ahnung, schlechtes Vorbild, was auch immer. Aber ich versuche auch gerade einfach zu erklären, was überhaupt der Unterschied zwischen Botox und Hyaluron ist und was es da alles gibt und präventiv verhindert, dass man, also wenn ihr das jetzt nicht gehört habt, ne? Das war gerade wieder das perfekte Beispiel dafür, dass meine Nachbarn oben Kinder haben, die absolut gestört sind und die ganze Zeit rumspringen und trampeln ohne Ende und durch die Wohnung rennen und ich höre einfach alles. Hab mich schon dran gewöhnt, muss ich halt einfach jetzt aushalten. Normalerweise mache ich gar keinen Concealer mehr drauf, gar keine Foundation, aber weil ich heute viele Videos drehen will, in Videoaufnahmen oder in Fotoaufnahmen, was auch immer, kann man sich immer ein bisschen mehr schminken, weil das dann auch geiler rüberkommt, dann sieht man, also in Kamera oder in allen möglichen, sieht das eigentlich immer ganz gut aus. Deswegen mache ich heute mal ein bisschen intensiver. Habe ich lange nicht mehr gemacht. Normalerweise bin ich wirklich gerade ein richtig großer Fan davon, keinen Concealer zu tragen, also nicht mal Concealer, sodass man schon ein bisschen sieht, dass man dunkler unter den Augenbrauen ist. Augenbrauen unter den Augen. Ich habe das übrigens, ich habe Sonny dazu gebracht, dass sie das macht, also dass sie jetzt keinen Concealer mehr benutzt, wenn sie sich schminkt, sondern nur Rouge und Bronzer und so ein paar Sachen halt highlightet oder betont oder schattiert, was auch immer. Aber kein Concealer mehr benutzt und sie ist seitdem richtig obsessed und liebt das. Sie liebt es und sie feiert das richtig. Sie hätte das niemals gedacht, weil sie hat immer so Concealer aufgetragen. Ja, ich habe ja gesagt, dass es eigentlich auch mal ganz schön aussieht, wenn man einfach unter den Augen nicht so einen hellen Balken hat, sondern wenn es natürlich aussieht. Ja, aber wir machen uns jetzt mal einen hellen Balken, weil heute will ich mal ein bisschen unnatürlich aussehen. Ne? Nein, Spaß, aber ich mache heute mal ein bisschen eine Leinwand auf meinem Gesicht. Ja, wie gesagt, morgen habe ich so einen Beauty Day. Ja, Botox spritzen, juhu.
tun, was klingt immer so, als würde man Verbrechen begehen. Ja, dann habe ich morgen mal Wimperntermin. Vielleicht schaffe ich es dann auch nochmal ein bisschen Videos zu produzieren oder sowas. Fällt gerade auf, dass ich gleich Videos drehen will, wenn meine Wimpern ausgerupft sind. Egal, Sonny sagt immer, dass ich so schöner aussehe, wenn meine Wimpern ausgerupft sind. Weil die dann nicht so unnatürlich sind, weil so sieht es natürlicher aus. Und am Donnerstag habe ich einfach meine erste richtige DJ-Session. Ich habe mich ja jetzt angemeldet bei einer DJ-Schule hier in Köln. Die sind richtig cool und der Nico, so heißt der bei mir das, also der mit mir die Stunden macht, mir das beibringt, der legt auch immer in der Klapsmühle unten auf. Und ich war auch ja letztens mal da feiern und dann hat er auch aufgelegt und es war übelst lustig. Und also es sind wirklich sehr, sehr coole Leute, die da in der Musikschule arbeiten und die haben es wirklich sehr, sehr drauf. Ich habe ja den Unterschied, ich habe ja mal mit Freddy zusammen in Weeze, habe ich ja immer, das war auch ein DJ, zusammen ein bisschen geübt. Das Ding ist nur, Freddy ist DJ, Freddy kann das richtig gut, aber Freddy kann jetzt nicht so richtig gut beibringen, wie jetzt Nico zum Beispiel, der halt das als Beruf macht, richtig weiß, wie man jeden Schritt durchgeht, damit ich es richtig lerne. Also mit Freddy habe ich richtig coole Songs auch produziert. Also wir haben so, wie nennt man das, Edits gemacht und hatten eine richtig geile Zeit. Aber so richtig beibringen konnte er mir das jetzt nicht unbedingt, weil ich brauche so wirklich, ich möchte es bis ins kleinste Detail können. Sonst treffe ich mich vielleicht noch mit Kobi und Mona. Freitag werde ich mein Auto abbezahlen erstens. Also dann wird die fette Summe von 11.000 Euro nochmal runtergehen, denn das ist die Schlussrate von meinem Auto. Dann habe ich das erledigt, dann gehört das Auto komplett mir. Haltet mich für verrückt, aber ich habe am selben Tag, wo ich mein Auto abbezahle, einen Termin bei BMW. Perfekt, oder? Um eventuell ein neues Auto zu konfigurieren. Ich treffe mich zusammen mit jemandem, der mir ein cooles Angebot machen kann bei BMW. Ich möchte jetzt nicht sofort mein Auto wieder verkaufen. Ich liebe mein Auto und das wisst ihr ja. Ich will jetzt nicht sofort mein Auto verkaufen und mir neues holen, aber ich habe jetzt so den Kontakt zu dem und es ist ganz, ganz nice. Wir gucken mal, was es für Möglichkeiten gibt in der Zukunft oder nächstes Jahr oder so. Und wenn ich mein Auto verkaufen würde, dann auch nur an meine Mutter, das bleibt in der Familie. Und meine Mama würde sich riesig freuen, wenn sie dieses Auto bekommen würde. Sie liebt mein Auto. Und bei mir wäre es einfach nur so, ich liebe ja Autos, Freunde. Und ich würde persönlich mehr Geld für ein Auto monatlich ausgeben wollen als für eine Wohnung. So Wohnung und so Leben ist mir viel, viel unwichtiger, weil ich bin eh immer unterwegs. Ich bin bei Freunden, ich kann zu meiner Mutter, mir ist es ehrlich gesagt ziemlich egal. Ich habe ja auch keinen Partner, ich bin ja einfach alleine. Also ich bezahle für meine wunderschöne Wohnung auch jetzt nicht unendlich viel Geld. Ich habe Riesenglück so. Ja, das ist jetzt die Base. Ich werde das Ganze jetzt einmal, oder werde ich das? Nee. Boah, ich habe mich lange nicht mehr so geschminkt. Also ich werde jetzt nicht am Freitag ein Auto konfigurieren, das direkt holen, sondern wir wollten einfach mal schauen, was so es für Möglichkeiten gibt und was für mich Sinn macht und was mein Limit ist und so. Also einfach nur mal so gucken. Also ja, und es ist jetzt so zufällig gewesen, dass es jetzt irgendwie in der gleichen Zeit ist, wo ich mein Auto erst abbezahle. Ach, ich rede jetzt richtig lange über Autos. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade feiert. Ich würde mir, also Traumauto ist natürlich der M8. Das ist so weit entfernt. Brauchen wir gar nicht länger drüber reden. M4 auch. Absolutes Traumauto, aber so wie ich den gerne, also so wie ich den am allerliebsten haben würde, viel zu teuer. Dann kommt für mich auf jeden Fall der M2, den ich ja auch gerade habe, beziehungsweise ich habe keinen M, ich habe ein M-Paket und ich hätte gerne einen richtigen M. Das Dumme ist, der verbraucht ja viel, viel mehr als meiner. Jetzt habe ich einen Diesel und der verbraucht viel, viel weniger. Der verbraucht 5 oder 6 Liter. Das ist ja gar nichts. Und damit komme ich so, so gut zurecht, auch mit den weiten Strecken, die ich fahre. Aber ich liebe schnelle Autos und ich würde wirklich gerne mal einen M-Competition haben. Das wäre schon ein Traum. Den M2-Competition, da kommt jetzt ja auch einer neu raus. Okay, wisst ihr was? Ich höre auf, über Autos zu reden. Mal gucken, ob ich irgendwann auf die Idee komme und wirklich mich wieder neu verschulde, in eine neue Finanzierung reinsetze. Keine Ahnung. Ja, ich freue mich auf die Glow. Ich erzähle das auch noch alles in meiner Story. Ich werde nämlich bei dem Wilkinson-Stand sein am Samstag. Da können wir Fotos machen. Bekommt auch jeder, der ein Foto mit mir macht, kann auch eine Goodie-Bag mitnehmen. Also bekommt auch Geschenke. Am nächsten Tag bin ich mit Sonny zusammen. Also am Sonntag bei dem ganz normalen Slot, wo wir Fotos zusammen machen können. Dritter Slot am Sonntag. Also Meet and Greet Slot. Oh, jetzt benutze ich meinen liebsten Creamy Blush Stick. Ja, wie gesagt, die Glow steht an. Und ich glaube, einen Tag, nee, Quatsch. Genau, danach, Montag, ist House of Dragon Premiere.
wo ihr auch Tickets gewinnen könnt. Habt ihr vielleicht meine Story schon gesehen? Ich darf nicht welche verlosen. Ich habe extra nachgefragt, weil ich es irgendwie cool fände. Und ich darf tatsächlich welche verlosen. Total cool. Erstmal House of Dragon Premiere im Cinedome. Vielleicht sieht man ja auch nochmal welche von euch. Dann einen Tag später Tattoos machen. Ja, mit Sonny und Melanie. Das wird auch krass. Ich erzähle euch kurz eine Sache, die ich machen will. Und zwar... Und schreibt bitte in die Kommentare, wie ihr das findet, okay? Wenn ihr sagt, ich finde das richtig hässlich, dann überlegt ihr das nochmal, dann überlegt es mir nochmal. Es geht nämlich um ein Tattoo am Hals, okay? Es geht um ein Tattoo am Hals. Schock, okay? Hier, also so, mein Hals ist gerade richtig, richtig hell. Auf jeden Fall hier so hätte ich gerne Koordinaten von einem Ort, bei dem ich so halb aufgewachsen bin, der mir halt einfach, sehr wichtig ist, sag ich jetzt mal, also wirklich Koordinaten, die hier so lang gehen am Hals. Ich habe das mal bei jemandem gesehen und fand das richtig schön. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich schmink mich mal kurz zu Ende und dann sehen wir uns gleich wieder, Freunde. So, ich habe jetzt meine Haare gemacht und das Make-up ist auch fertig. Ich habe den Pony auch mitgelockt, also der liegt jetzt wieder... So, als würde der gar nicht existieren. Ist auch ganz geil, dass ich jetzt so beide Optionen habe. Ich habe mich dazu entschlossen, jetzt gleich ein Video zu drehen. Und zwar ein Gerücht über mich Video. Denn ich hatte ja letztens in meiner Story gefragt, boah, ich wünsche dieser Ventilator, das ist mein Lebensretter. Also meine Haare sind richtig silber vom Silbershampoo. Ich habe komplett übertrieben. Und an der Stelle, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Die Terrasse ist richtig schön geworden. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein und bis dann. Ciao.